alles schick, fragt die Hilde. Ist ja wirklich so, wir reden ja so viel Unsinn. Ja, wir reden so viel Dünnpfiff, da gibt's ja keine Windeln mehr für. Reden Sie mit mir besser nicht. Ich habe dann mir preußisch eine Tabelle gemacht mit allen Floskeln, die mir einfielen. Und die Liste nahm gar kein Ende. Ich war tatsächlich versucht, die längste Ballade der Welt zu schreiben. Ich bin so gerne du bist ja zunehmend von Leuten umstellt, die ziehen ja dermaßen viel Nebenluft, dass du gar nicht weißt, wo ist denn der Regler? Also was kann man denn noch machen? Ja. Ach, wie geil sind denn Verschwörungen? Ich denke jetzt auch eine. Ja. Und wenn dann noch andere Leute um die Ecke kommen, hör mal, die erklären dir, die Kanzlerin, die ist doch von Satan, ja, besetzt da. Die ist doch, die ist doch, genau genommen ist es ein Krokodil, ja. Und also doch zumindest ist sie eine Fledermaus. Und na gut, wollen wir nicht übertreiben. Aber ich denke, ein Eichhörnchen ist sie schon. Und vergräbt da ihre Nüsse, ja, und findet sie dann auch nicht wieder, ja. Und so entsteht nämlich das Chaos im Land, ja. Merkel ist ein Eichhörnchen, das sage ich dir. Bin entschieden gegen Maskenpflicht. Nun wollen wir nicht lange drum herum eiern, aber sagen wir mal, die ganze Schwadroniererei um die sogenannte Corona-Diktatur, jetzt mal ehrlich, das ist doch völlig unterzuckert, oder? Was denn für eine Diktatur? Ja, also ich sag immer, am liebsten, Leute, macht mal einen Familienausflug. Vielleicht mal nach Syrien. Oder hoppt mal eben rüber nach Russland und versucht mal dort eine freie Rede zu schwingen. Dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal darüber, was Diktaturen oder doch zumindest Autokratien sind. Erhalten Sie den Hand, Madame. Und ich denke, man muss auch diese Leute würdigen. Sie sind so spannend, sie sind sowas von durchgeknallt, dass ich denke, da muss auch mal was für dafür gesagt werden und nicht immer nur dagegen. Also insofern ist der Song Wie geil sind denn Verschwörungen eine Hommage an die Kreativität, an den Einfallsreichtum, um nicht zu sagen die Fantasiebegabung ganz bestimmter Zeitgenossen. Handy am Ohr, um den Hals die Hundeleine. Nee, aber Gott sei Dank finde ich schon, ist es so, dass bestimmte Leute, die bei Alles Schick karikiert werden, meiner Wahrnehmung nach sich in der Minderheit befinden. Schnüffel des Weges scheint ganz entzückt. Völlig wurscht, ob das 40.000 sind. Demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen, was erstmal ihr gutes Recht ist, hängt das eigentliche Problem. Sich da so dermaßen negativ tangiert fühlen und alles besser wissen und scheiß doch auf die Wissenschaft und der Nächste, der da um die Ecke kommt, du, der schwingt da eben die Reichsflagge oder was und alle kochen da ihr Süppchen. Ja, hat auch Panoptikum-Charakter, finde ich. Und da muss man doch was draus machen. Kann ja nicht wahr sein, dass man sowas einfach liegen lässt. Das muss man doch aufgreifen. Ist er weg? Der dumme Hund zurück bleibt sein. Hoffe wie immer, dass es doch die ein oder andere Person gibt, die daran dann auch ihren Spaß hat. Das hat ja keinen Sinn, dass du dir selber Witze erzählst und du lass dich scheckig. Ja, und der andere, der guckt völlig betroffen.